ich trage es über den Kopf. Ab in unsere Hütte. Scheiße. Klemmt. Fuck. Mist. Ich hätte die Tür mal ein bisschen breiter bauen sollen. So, ich hatte ja angekündigt, dass ich mich zurückmelde, wenn der Regen aufgehört hat. Wir haben mittlerweile. Oh, 9. Juli. Mensch, das ist ja heute sogar unser Geburtstag, also mein Geburtstag in diesem Fall, wenn denn das hier die Anzeige hier stimmen würde. Ja, witzig, Happy Birthday. Ich würde mir ganz gern einen Kuchen selber machen, aber wie ihr seht, es regnet und das Feuer gibt nur Kartoffeln her. Deswegen Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Leider haben wir Wilson auch noch nicht gefunden. Schade, unseren kleinen Volleyball. Und ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich melde mich zurück, um zu gucken, ob der Regen denn den Eimer füllt. Wie wir sehen, sehen wir nichts im Eimer. Der Eimer ist immer noch leer. Das heißt, wir gehen jetzt wieder schwimmen und holen uns ein bisschen Wasser für den Eimer, damit wir wieder ein bisschen was zu trinken haben. So, die Kartoffel ist auch fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können die Kartoffel jetzt mal schön verspeisen. Kleiner Geburtstagssnack hier. Nom nom, lecker, lecker. So, ja, wie feiern wir so einen Geburtstag hier auf der Insel? Ich habe, um ehrlich zu sein, es hat aufgehört zu regnen. Sehr schön. Ja, die Sonne lässt sich jetzt nochmal blicken. Wir machen heute mal hier ein riesengroßes Kokosnussfest. Wir schlagen einfach mal alle Kokosnüsse auf hier. Ah, nicht alle. Ich muss auch noch von ein bisschen was erleben. Ja, wir schlagen einfach mal so ein paar hier auf hier und machen dann eine lustige Kokosnussparty alleine. Das ist auch, ich habe sämtliche Freunde hier auf diese Insel eingeladen, aber einfach keiner gekommen. Na, schon sehr tragisch, deswegen ersäuf ich mich jetzt hier. Trink mehr. Zwar kein Durst mehr, aber ich trinke noch mehr. So. Und futtern. Futtern, futtern, futtern. Ja, weil wir sind immerhin forever alone hier auf dieser Insel. Auf diesen Inseln. Nicht mal mein Charlie ist da. Charlie der Hai ist nirgendwo zu sehen. Nicht mal mehr an meinem Geburtstag lässt er sich blicken. Ich glaube, wir haben ihn letztes Mal einfach ein bisschen zu sehr penetriert. Ich glaube, der kommt nie wieder zu uns zurück. Dementsprechend essen wir jetzt einfach mal 8 Kokosnusshälften. Wir haben den Mut verloren. Oh, Wasser ist fertig. Sehr schön. Bucket Fresh Water. Wir backen uns mal einen Fisch hier. Ah, hier den Clownfisch. So, der hat nichts mehr zu lachen, der Clownfisch hier. Nachdem wir gebraten haben, so, jetzt müssen wir die Kokosnüsse weiter essen. Mehr und mehr stopfen wir uns hinein. Wir haben zwar keinen Hunger mehr, aber wir essen weiter, weil wir es können. Wir sind sowieso allein hier, uns wird niemals hier irgendjemand besuchen. Keine Frauen, keine Charlies mehr, nichts. Ich meine, wir können uns jetzt gehen lassen. Wir haben jetzt wirklich nichts mehr zu verlieren. Und ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen Fische fangen. Oder andere Lebewesen hier vielleicht noch mal irgendwo finden. Und mir ist aufgefallen übrigens, das ist mir. Ach, jetzt hat es hier aufgehört zu brennen, super, ey. Noch mal einen rein hier. So. Gut. Die Wasserflasche nehmen wir nochmal und füllen uns hier ein bisschen Wasser ab. Sehr schön. Die backt übrigens nachts durch den Boden durch hier. Ist mir aufgefallen. Das werde ich euch auch nochmal bei Gelegenheit einfach nochmal zeigen. So, Hunger und Durst haben wir erstmal keinen mehr. Sehr schön. Wir wollten aber eigentlich einen Speer holen. Fällt mir gerade ein. Um hier mal ein bisschen Action zu machen. Bei den Fischen hier. So, den Benzinkanister packen wir jetzt erstmal hier hin. Und jetzt gehen wir einfach mal und rotten hier den Fischbestand um unsere Insel herum einfach mal aus. Wird alles ausgelöscht, ausgemerzt, was nicht bei 3 auf dem Bein ist. Immerhin ist heute hier. Krabben sind übrigens auch keine mehr da. Ist das nicht herrlich? Also, ich meine. Hier haben wirklich alles versucht, um uns hier mit der heimischen Tierwelt anzufreunden, aber die wollten einfach nicht. Ach, da sind doch, doch, hier sind noch welche. Sehr schön. So. Ich
Mit der Krabbenfänger. Ihr kleinen Viecherchen hier. So. Da ist noch eine. Die werden auch nicht größer. Ah, jetzt haben wir wieder 4 Stück hier. So, noch eine Sardine hier. Ich bin heute in Laune, hier einfach mal alle Fische um uns herum zu vernichten. Mal gucken, vielleicht kommt Charlie auch zurück. Das würde mich ja wenigstens mal freuen. Wenigstens ein Besucher an meinem Geburtstag auf der Insel hier. So. Aber nein. Stirb! Ja, noch mehr. Stirb! So. Ihr müsst alle sterben. Stirb, stirb. So. Hier noch einer. Stirb. Schnell wieder auftauchen. Bevor wir keine Luft mehr haben zum Atmen. Aber eigentlich ist es auch egal, wir sind ja eh allein hier. Das ist ja. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren hier. Oh, Vitamine. Wie geil. Das schmeißen wir jetzt mal weg hier. Den Fisch schmeißen wir weg. Cool. Vitamine. Was ganz Neues. Krass. Yeah, Vitamine. Dazu schmeißen wir gleich zur Feier des Tages mal ein paar ein. Mal gucken, ob es funktioniert. Die Vitamine scheinen auch neu zu sein. Hatte ich bisher auch noch nicht Vitamine. Was ist das überhaupt für Vitamine? Ich kann keine einschmeißen. Nein. Linke Maustaste, ich drück sie. Keine Vitamine einzuschmeißen. Verdammte Grützwurst, ey. Schade. Hunger haben wir auch schon wieder. Gibt's ja nicht, ey. Tja. Die Vitamine sind anscheinend nicht genießbar. Was fliegt denn da? Was sind Blätter? Ich dachte, da fliegt irgendwas über unsere Hütte rüber. Aber dem war wohl nicht so. Mal gucken, ob der Fisch gut ist. Und die anderen schmeißen erstmal rein hier. In unser Häuschen. So. Und die Sardinen hier nochmal und die Krebse. So, sehr schön. Sind auch beim Sterben noch größer geworden, wie wir gerade gesehen haben. Ist sehr schnell geguckt. Ja, so. Mal gucken, ob der Clownfisch genießbar ist. Natürlich nicht. Mist. Können wir jetzt die Vitamine nehmen? Boah. Ja, wir übergeben uns an unserem Geburtstag hier auf der Insel. Ach, herrlich. So. Vitamine können wir jetzt auch noch nicht nehmen. Okay. Dann packen wir die Vitamine mal in die mysteriöse Ecke rein. So, neben unserem mysteriösen Paket. Oh ja, wir haben schon wieder Ausschlag. Okay, also der Clownfisch ist auch nicht genießbar. Mit dem können wir keine Faxen machen. Nehmen wir noch ein paar Antibiotika nochmal. So, und jetzt werden wir uns an unserem Geburtstag mal zu einer anderen Insel rüber begeben. Und zwar, was haben wir noch Schönes hier? Wollen wir denn unseren Kompass hier? Erstmal legen wir den Hammer jetzt beiseite. Und auch nochmal den Speer. Wir brauchen nämlich immer noch ein bisschen ein paar Sticks. Brauchen wir jetzt definitiv. Wir brauchen ein paar neue Palmblätter. Das auch definitiv, damit wir endlich mal unser Bett, was wir nicht abbauen können. Oder können wir es abbauen? Moment. Ach doch, können wir. Cool. Ha. Geil, dann brauchen wir gar kein neues Bett bauen. Yeah, ich trage es über den Kopf. Ab in unsere Hütte. Scheiße. Klemmt. Fuck. Mist. Ich hätte die Tür mal ein bisschen breiter bauen sollen. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder? So, wenn nichts mehr hilft. Naja. Wir können theoretisch auch so hier in dem Bett schlafen. Fuck. Shit. Oder? Kriegen wir es durch? Komm. Ach, jetzt komm schon, ey. Jetzt will ich noch nicht. Jetzt will ich nicht ernsthaft. Jetzt passt es. Sehr schön. So. Na komm. Komm, Bett. Komm. Tanz für mich, Bett. Tanz, tanz, tanz. Das Bett tanzt für mich, vermutlich. Ah. Jetzt bist du angehalten, okay? Ne, jetzt tanzt es wieder. Ja, komm. Komm rein in unsere kleine Hütte hier. So. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Unser Bett steht.
Mehr oder weniger in Hütte. Ach, komm schon, ey. Alter, ey. Ich krieg einen zu viel. Dancing with myself. Ist auch ein guter Song. Naja, haben wir halt einen Raumtrainer hier in modern, ne? So ein umklappbares Faltbett. Alter, ey. Jetzt ist es aber gut hier, ne? Bett, ne? Jetzt wird es auch noch frech, das Bett. Gibt's da nicht ein. Naja. Wir lassen es erstmal so stehen. Wie spät ist, haben wir es überhaupt? 13.32 Uhr. Sehr schön. Wir gucken jetzt mal, wo wir nochmal... Ja, du tanzt mal ein bisschen weiter hier nochmal. Wir gucken mal, wo wir jetzt hinfahren können hier, lustigerweise. Wo wir noch nicht waren. Moment, Norden 0. Da hinten ist eine Insel. Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht. Da fahren wir jetzt mal hin. Melden uns dann gleich, wenn wir drüben auf der Insel sind. Vielleicht finden wir da ja endlich unseren lang verschollenen, gesuchten Freund Wilson. Bis gleich, sagt Let's Multiplay. Jetzt sammeln wir hier noch ein bisschen was ein auf der Insel hier. Jetzt, wo es so dunkel und finster ist. Ich brauche nämlich immer noch ein paar Palmblätter. Wie gesagt, immer die Inseln erkunde ich immer von innen nach außen. Da kann man dann eigentlich nichts übersehen. Zumindest in der Regel übersieht man nichts, außer man guckt nicht richtig und vernünftig hin. Aber meistens funktioniert das Ganze doch ganz gut. So, wir holen uns mal ein paar Palmblätter hier. Gucken, von wo wir uns die holen. Holen wir uns die mal von hier. Jetzt klären wir schon wieder eine Palme hoch hier. So, jetzt. Die Palme umarmt uns ja auch schon. So, die sind zum Glück relativ schnell gefällt. Baum fällt ins Wasser, naja, fast. Sogar eine ziemlich große Palme. Wir haben ja 1, 2, 3, 4 Trunks dran. 4 mal 4 macht 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, nee, 16, 16. Ja, rechnen ist eine meiner kleinen Stärken oder Schwächen. Man weiß es nicht so genau. 4x4 macht 16. Natürlich 16 Sticks würden wir hier rausbekommen. Wir haben jetzt aber auf der Insel schon ein paar gefunden und widmen uns jetzt wirklich hier den Palmblättern und sind auch schon wieder voll, wie wir sehen. Wobei ich glaube, wir schmeißen die drei Steine, die wir jetzt mal hier hatten, die schmeißen wir mal raus und nehmen dafür lieber nochmal ein bisschen oder ein paar Sticks nochmal mit, beziehungsweise nehmen wir Sticks mit. Und nehmen wir ein paar Palmblätter mit. Ah, wir nehmen Sticks mit. Wir nehmen Sticks mit. Die können wir eigentlich auch ganz gut gebrauchen. So. Jetzt hacken wir nochmal weiter hier. Und warten und warten und warten. So. Jetzt. Wir sind also voll beladen. Bzw. ein Stick hätten wir noch Platz. Den Platz wollen wir nochmal ausnutzen. Vielleicht finden wir am Strand nochmal einen Stick, bevor wir zurückfahren. Zu unserer Hauptinsel. Aber es sieht gerade nicht so aus, wenn hier noch irgendwo ein Stick rumliegen würde. Doch, hier liegt noch einer. Sehr schön. Und ein Rock noch. So, das heißt, wir haben jetzt, sind jetzt wieder voll, fahren zurück zu unserer Hauptinsel. So, und melden uns dann gleich zurück, wenn wir auf der Hauptinsel angekommen sind. 180. Ah, guck mal an. Da ist Charlie und ich sehe gerade hier unten noch was blubbern. Hier. Sehr schön. Da halten wir jetzt doch nochmal an und gehen nochmal tauchen. Gucken, ob wir hier irgendwas Lustiges finden. Hardcase, was ist hier drin? Eine Whistle? Was ist denn eine Whistle? Can you blow my whistle, baby? Cool. Wir haben eine Trillerpfeife gefunden. Wie geil ist das denn, ey? Wartet mal, dann müssen wir mal ausprobieren jetzt hier. Achtung am Bahngleis. Der Zug in Richtung Hauptinsel fährt in wenigen Minuten ab. Ja, Charlie ist auch schon ganz irritiert von unserer Whistle. Geil, wir haben jetzt eine, ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, aber... Vielleicht können wir Charlie damit dressieren. Charlie ist auch schon gerade ziemlich aggressiv unterwegs, merke ich gerade. Cool. Weg mit dir, Charlie. Weg. Weg.
Weg. Er hört irgendwie nichts auf uns. Da ist auch ein zweiter. Ja, das kann ja was werden hier. Am Geburtstag bringt Charlie auch noch mal seine Freunde mit. Finde ich ja sehr faszinierend. So. Ja, ist ja gut, Charlie. Ich glaube, hier unter Wasser haben wir auch nichts mehr. Naja. So. Wir fahren zurück zu unserer... Au. Alter, ey. Jetzt dreht Charlie aber durch. Schluss, Charlie. Schluss. Schluss. Alter, die drehen ja richtig durch, die Haie jetzt hier gerade, ey. Uiuiui. Ja, Charlie und Konsorten rütteln an unserem Boot. Ey! Hilfe! Nein! Lass mich in Ruhe! Alter Schwede, ey. Schnell zurück zur Insel schwimmen und speichern. Ich glaube, das lockt die Haie wirklich ein bisschen an. Oder ist es unser Blut, was die Haie anlockt? Ich bin mir nicht so ganz sicher gerade. Ei! Karamba, ey. Mann! Schluss! Hier greifen sie das bestimmt nicht an. Erstmal speichern, ey. Uiuiui. So. Schluss mit lustig, ey. Verdammten Haie, ey. Eine neue Folge Stranded Deep hier auf Let's Multiplay. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch für das Video. Wenn ihr Fragen habt zu Stranded Deep oder generelle Fragen, schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay.